Das Schloss Tribuswinkel verwandelte sich diese Tage in einen Ostermarkt der Sonderklasse. Nach der Eröffnung durch Vizebürgermeister Franz Gartner wurde eifrig geshoppt. Sie waren hier der Ideengeber für diesen Ostermarkt. Was wollten Sie denn damit bewirken? Das Schloss Tribuswinkel wurde ja damals von der Stadtgemeinde angekauft und hier waren gar keine Veranstaltungen vor Ort. Und so haben wir, ich und mein Team damals, die Idee gehabt, hier Märkte abzuhalten. Und unser Altbürgermeister Fritz Knotz hat das unterstützt und seitdem gibt es hier im Schloss Tribuswinkel einen Ostermarkt, einen Weihnachtsmarkt, die Autodidaktenkunstmesse und ich bin sehr stolz darauf. Wie damals die Stadtgemeinde Dreiskirchen das Schloss von der Gemeinde Wien übernommen hat und mit der Sanierung begonnen hat, war der Ostermarkt einer der ersten Veranstaltungen. Und er hat sich in einer hohen Tradition und einer hohen Qualität eigentlich bis heute gehalten. Der Ostermarkt gehört eigentlich zum Schloss und zu Tribuswinkel dazu. Der freut es mich immer wieder, dass es ausreichend Interessenten gibt, die hier ausstellen, die hier verkaufen wollen. Wir haben heute wieder 42 Ausstellerinnen und Aussteller hier, die hochinteressant sehr viel Bastelsachen, Ostersachen anbieten. Und das, glaube ich, macht das Besondere aus hier im Schloss Tribuswinkel. Und das Wetter heute, das Ambiente des wunderbaren Schlossparks ist hier herzeigbar. Was bieten Sie denn heute alles an? Ich habe hauptsächlich Moringa-Produkte da bei mir am Stand, also ein Superfood sozusagen, was sehr viele Vitamine und Nährstoffe drinnen hat und irrsinnig leicht ins Essen hineinzumischen ist. Damit kann man auch backen oder in Salat reinstreuen oder so einfach in den Smoothie hinein, damit es einem besser geht. Was bieten Sie denn hier alles an bei Ihrem Stand? Gehäkelte, selbstentworfene Sachen. Das sind die ganzen kleinen Maxerl. Dann Servettentechnik, Amigurumis, die Kränze, Elfen, dann so Ringerl, Blumenstecker, Dosen, ja, das ist der Großteil. Die Qualität wird von Jahr zu Jahr besser und höher. Das muss ich schon sagen, das ist das Schöne daran. Nicht? Man merkt sich, jeder bemüht sich, jeder hat versucht, neue Ideen, traditionelle Ideen umzusetzen, vielleicht ein bisschen abzuwandeln. Und das ist das Wichtige dabei. Wie finden Sie denn den ganzen Ostermarkt hinter Tribuswinkel? Ich muss sagen, ich bin heute das erste Mal da und mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es generell sehr gut im Schloss, weil ich war schon ein paar Mal auf verschiedenen Messen da und darum habe ich mir auch gedacht, okay, schauen wir heute mal den Ostermarkt an. Ich bin Weihnachten auch da und bei der Art und also das Publikum ist super und auch die ganzen Aussteller, wir verstehen uns sehr gut. Er ist wirklich toll. Wie gut eignet sich das Schloss Tribuswinkel für so einen Markt? Ja, es ist zentral gelegen, der Festsaal des Schlosses ist groß genug und wir haben einen schönen Innenhof, also eine bessere Location gibt es ja gar nicht.